Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Daisy Standalone. Ja, die letzte Folge habe ich den Curry weggeschossen. Boah, Leno, Alter, du machst mir gerade voll Angst. Wie lange ist er, dass sich dreht? Ja, der Leno ist ja immer wieder dabei. Hier, das ist der Leno. Hallo, Leno. Was ist denn los? Hallo. Ja, schön, dass er mal wieder dabei ist, der Curry. Hallo. Ja, die Sonne strahlt hier gerade so schön. Und der Bronzi. Der Major kommt vielleicht später dazu, denn wir holen ihn in Elektro ab. Und heute ist eine besondere, also es ist eine besondere Session. Wir machen eine Daisy-Challenge wieder mit der Community. Wir wollen... Alter. Hör mal auf, mit deinem Gummi da Musik zu machen. Wir wollen, hinter Elektro gibt es ja diese Burginsel da. Da wollen wir heute hin und... Da ist ein Zombie gerade runtergerutscht, Leute, im Berg. Skullisty Island. Okay, okay, los geht's. Weg hier. Ist ein Zombie gerade den Berg runtergerutscht, Alter. Warum rennt ihr dann den Berg hin? Ja, nee, okay. ich will hier unten lang laufen. Guck mal so. Weil wenn du da hinten lang läufst, ist es schneller sichtbar. Wollt ihr euch da nicht den holen, wenn da einer ist? Nee, wie viele das sind. Halt. Ich glaube, ich hab... Egal, weiterkommen. Guck in die Büsche. Vielleicht ist da irgendwie jemand. Wir haben auf jeden Fall die Nachzeit. Ja, der Zombie ist einfach runtergerutscht. Der müsste gleich hier vorne irgendwo liegen. Vielleicht ist er auch gefallen. Ja, das kann auch sein. Okay, Zombie ist bei mir. Das kann auch sein, ja. Kein Risiko eingehen, Leute. Nee. Ja, sowieso nicht. Jetzt bloß nicht sterben. Ja, also wir wollen die Insel besuchen, die hinter Elektro liegt. Ihr habt den Namen gerade gesagt, ne? Galisty Island. Genau, und da ist eine Burg drauf. Und auf der Burg wollen wir dann... wir müssen die halten und die Community muss versuchen, die einzunehmen und uns zu fesseln. Die müssen sich untereinander absprechen. Also können interessante Folgen werden. Aber das Problem ist, wir haben ein paar Erzfeinde wieder hier auf unserem Lieblingsserver, ja, die uns die ganze Zeit hier begleiten. Sollten wir gleich abgeschossen werden, hat die Challenge sich natürlich direkt erledigt. aber wir versuchen natürlich, dass es nicht passiert. Ich wollte dazu noch sagen, der Major hat hier und da ein paar Performance-Tipps für uns gehabt. Warum sind wir auf einmal... Wir sind schon die ganze Zeit vier, ne? Okay, sorry. Ich werde schon paranoid. Ach, Curry, du musst mir unbedingt das Magazin noch geben. Ja, aber nicht jetzt hier mitten auf der Straße. Jetzt kommt er. Ich kann nichts machen, ne? Ja, warte, wir gehen jetzt in die nächste Stadt und dann machen wir das. Ja. Ja, wir haben eine kleine Route vor uns. Mal sehen, ob was passiert. Elektro müssen wir besuchen. Ihr wisst ja, in den letzten Folgen Elektro. Da brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Das war das feinste Battle, allein die letzten Folgen. Und da habe ich auch den Curry erschossen. Aber ich muss jetzt noch ganz kurz erklären, warum ich den Curry denn erschossen habe. Also, stimmt, hab das ich Ding vergessen. Ist, ich habe lange überlegt, ob ich Daisy pausieren soll. Guckt übrigens mal immer links hoch, vielleicht läuft da gleich jemand mit uns mit, ne? Ob ich Daisy pausieren soll. Und der Todesschuss sollte es eigentlich sein. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich macht Daisy ja immer noch so viel Spaß, wenn es mal läuft. Dann möchte ich das noch ein bisschen weiterspielen. So, und das Tolle daran ist, wir hatten ja dann einen Spieler getroffen, der uns seine Klamotten hingelegt hat. Also wenn der Spieler anders reagiert hätte, hätte ich das nicht gemacht. So, Zombies. Und da wir sowieso nicht den Mega-Loot hatten, habe ich mir gedacht, komm, ich habe das auch dem Curry vorher schon angedeutet, habt ihr ja alles gesehen, tun wir dem den Gefallen. Ja, er hat sich wahrscheinlich gefreut, er hat ja eine Shotgun. Alter, was ist denn hinter dir los, Curry? LOL. Ah ne, das ist der Bronze hier. Alter, hast du gerade gesehen? Nee, das mit einem Schlag beide ausgeschaltet. Was? Wie gesagt, also die Folge kam ja vorhin, heute in der Doppelfolge. Und das wollte ich euch einfach nur gesagt haben. Wir wollten den Typen eigentlich dann nur einen Gefallen haben, weil der hatte überhaupt keine Waffe, nix. Und der hat sich wahrscheinlich... Ich hätte einfach nur gern sein Gesicht gesehen, ne? Weil, du musst dir mal vorstellen, zwei Typen kommen auf ihn zu, der eine ballert ihn ab und der andere schießt sich einfach in den Kopf so. Ja. Ich hätte so gerne seine Reaktion gesehen. Ich konnte leider nicht hören, wie der reagiert hat, aber du hast gesagt, er hat noch was gesagt. Wow, war seine Reaktion. Ja. Der Leno auch lange bei DayZ nicht mehr dabei gewesen, heute wieder dabei, die alte... Ja, der war die ganze Zeit im Prison eingesperrt, haben wir gesehen. Wir haben den gefunden. Ja. Fünf Wochen, oder was? Ja, mit Wilson, ne? Hier, lass mal das eben. Das 5 Wochen Prison Workout. Kann ich noch sehen. Ja, komm, wir gehen mal hier zu der Dings und dann kannst du mir das Magazin geben. Jawoll, Sir. Dankeschön, Curry. Die Community weiß ja schon so halb Bescheid, sag ich mal. Das heißt, Dennis hat ja schon ein bisschen gepostet, aber jetzt, dass wir an der Küste uns befinden, aber die wissen natürlich noch nicht, in dieser Folge nicht, wo es jetzt ganz genau hingeht, nur dass wir uns halt an der Küste befinden. Ja, und Solnitschen, habe ich halt gesagt. Dankeschön, Curry. Genau. Schön. Aber könnte natürlich trotzdem sein, dass wir dann halt auch Spieler treffen gleich hier direkt sogar, ne? Das weiß man halt nicht. Das stimmt. Also vielleicht sogar unbeteiligte Spieler, ne? Wenn man ehrlich ist, weil der Server ist noch nicht gepostet. Ja. Was ich sehr interessant finde, das wollte ich noch ganz kurz sagen, es gibt jetzt in der See einen Fahrzeug-Channel. Echt? Und eine direkte Kommunikation. Ja, mit Punkt könnt ihr das auswählen. Das ist gut, ey. Ja, das kennt man ja noch von den Mods und so. Boah, hier habe ich echt schlechte Erinnerungen an. Oh, warte mal, Green Paint. Erstmal grün machen die Waffen hier. Oh ja, wenn da noch was übrig ist, warte, ist 100%. Also für zweimal reicht es noch. Ich mache jetzt die Dings. So. Was hast du für eine Waffe, Curry? AKS und eine grüne Mosin. Nice, okay.
Machen wir ja auch mal grün. Kann Magazin kann man auch grün machen, ne? Das ist eigentlich so das Beste, was man waffentechnisch haben kann. So eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe, weißt du? Ja. Ist eigentlich immer ganz gut. Das stimmt. Okay, weiter geht's. Ja, eine Mosin halt, boah, ich hatte nur einmal eine Mosin, ey. Ich hab da null Spielerfahrung mit. Ich hätte es echt auch mal gerne ausprobiert. Aber mal schauen. Komm, der Hund einfach da raus. Hallo. Okay, weiter geht's. Marsch. So, das erste Städtchen, was wir jetzt erreichen, ist Tscherno, also Balota und Tscherno. Ihr seht im Hintergrund, das wollte ich noch sagen, dass da hinten ganz weit weg, eigentlich stehen ja immer da ganz viele Bäume und so. Wir haben jetzt aber ein bisschen die Grafik optimiert. An der CFG-File kann man ja was machen. Und dann ist es so, dass das Spiel flüssiger läuft, weil das nicht kilometerweit lädt, sondern nur kleinen Radius. Und das ist dann natürlich umso besser. Der Major hat zum Beispiel in Elektro 40 FPS gemessen, ohne Aufnahme natürlich. Von der Nummer. Ne? Hm. Der Bronze hat ja auch, glaube ich, rumgeformelt. Bronze, kannst du ja mal ganz kurz anschneiden, was du gemacht hast. Ja, wir haben ja hier die Scene Complexity, glaube ich, war das ein bisschen dran rumgeweckelt. Von 750.000 haben wir so drunter gestellt. Auf 150.000 auf jeden Fall. Und dann noch ein bisschen an der Shadow Distance gefeilt. Und dann haben wir jetzt wirklich dann auch in Elektro sogar und in Tscherno Performance-Anstiege vermessen können. Das ist natürlich echt uns im letzten Kampf enorm weitergebracht hätte, sage ich mal. Ne? Ja, krass, mega. Ja. Vor allem, ihr müsst da einfach in den Dokumente-Ordner und dann gibt es einen Ordner DayZ und da ist eine Datei mit eurem Namen, also zum Beispiel dennis.cfg und die bearbeitet ihr, dann scrollt ihr ganz runter und dann steht da halt Shadow und bla 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 und dann stellt ihr halt die Sachen ein. Ne? Am besten mal googeln, da gibt es so viele Ratgeber. Leute, immer links mitgucken, ob jemand mit uns läuft. Ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, der Leno läuft mit uns. Denn. Ja, ja, ich meine, nee, nicht der Leno. Der Leno, da habe ich kein schlechtes Gefühl. Ich meine eher, unsere Freunde, ihr wisst schon, wen ihr meint, ne? Achso, wartet mal kurz. Vielleicht haben wir Glück und im Fischerhaus ist eine Mosin, das war letztens. Achso, ja, ja, ich hatte das letztens auch in so einer Halle, ey. Die lag da einfach mitten auf dem Boden. Ja, und dann Curry. Und da war es vorbei. Nee, hier ist nichts. Aber schön hier, ne? Wenn man hier mal so guckt. Ja, das ist mein Zweitwohnsitz. Ich wohne da hinten in der Lagerhalle. Ja, bald soll ja eine vollautomatische Sniper in DayZ kommen und, eine vollautomatische Sniper? Ja, ist das nicht diese ganz neue da, diese... Vollautomatisch. Ja. Das ist nicht diese Knockout da? Die gibt's doch bei Hardline auch, oder? Die sieht jedenfalls die fast genauso mit D, aus. Heißt die nicht mit D irgendwas? Dragunov oder was? Dragunov? Nee. Das ist, die sieht anders aus, glaube ich. Dieser kommt, dann sind neue Rucksäcke, Military, ganz große Rucksäcke mit, ich glaube, mit 40 Slots geleakt worden. Kann sein, dass wenn diese Folge rauskommt, dass es schon gibt. Und neue Westen und so weiter. Also da kommt wieder einiges, aber die Performance und die... Ja gut, die haben ein Battle-Eye-Update rausgehauen. Mal gucken, ob wir... Also wir haben jetzt länger keinen Cheater mehr getroffen. Aber weil wir uns ja auch nicht in den Städten da aufhalten. Mal schauen. Aber ich glaube, die Sniper gibt es auch in Arma, oder? Ich weiß nicht, welche. Ja, genau. Das ist eine Übernahme von Arma, meine ich, oder? Ich schätze, das wird's alles sein. Oder Leno auch killermäßig ganz schwarz, ey. Die man auf einem anderen Server hatte, nicht auf den alten Server, wo wir waren, sondern auf den neuen, alten Server. Da gab es so die Achso, die meinst du? Aber die ist ja mega. Die super soll krass das sein. Laut, ne? Ja, ich glaube, so eine ist das, glaube ich, von der Art her. Ja, gut, ob das auch denselben Sound hat dann, ne? Wenn du denselben Sound hast, dann kannst du das bis nach, von der West- zur Ostküste hören. Hier da hinten sehen wir schon die Hochhäuser. Wir nähern uns jetzt Tscherno gleich. Da bin ich immer auf die Performance gespannt, aber ich habe da keine hohe Erweiterung. Was habt ihr eigentlich alle für Grafikkarten? Könnt ihr ja auch noch mal ganz kurz sagen. Also ich habe eine 980. Ich weiß das gar nicht. Ich habe irgendeine von AMD. Oh, Curry. Ja. Ist auch alles drin. Also ich habe mir den komplett damals bestellt. Bist du noch links, Leute? Was denn? Damals mit Saraza, ja, der links. Sniper oben. Ja. Boah, wir können nicht so gebettet haben mit dem. Ach ja, links. Ja, Leno, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Kannst du mal ganz kurz erzählen hier in DayZ? Ja, ich war 5 Wochen lang in Prison eingesperrt, die Schlüssel wurden weggeworfen und ich habe das I Make You Prisoner Sexy Programm gemacht. Und wer hat dir was zu essen gegeben? That Left the Soße persönlich. Pam, 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 pam! Genau. Also da machst du einfach dann den Mund auf und dann geht's pam, pam, pam. Ja. Also mit dem Essen. So, ich dachte, das ist wie Bronze. Dann hast du einen kurzen Moment falsch verstanden. Ja, ich weiß. Da kann man ja auch essen, stand, ne? Kurz hinter Proteine. Mir, ich hab aufgepasst. Boah, Bronze, ernsthaft, ey? Was? Proteine? Ja, gab's da im Gefängnis. Ja. In Form von was? Hochwertige.
In Form von Also ich zeige jetzt nicht die Serverliste, aber der Server ist voll, Leute. Vertraut mir. Also ich zeige jetzt nicht die Serverliste, aber ich tue. Also ich hab's gesehen jetzt. Ja, dann tue ich auch mal P. So, was ist denn Serverliste P? Vor? Ich hab aber P ist bei mir Server Player. Ich weiß. Ich wollte nur jetzt. Also wir haben hier. Der Curry heißt Xiaomi Yatiti. Dennis, soll ich alles verraten hier, Mann? Was der ja, sagt. Bitte, damit die Leute das wissen. Nein, nein, damit die Leute, unsere Zuschauer. Ja, das ist ja egal. So, der Bronze heißt Hurenbock. Ich heiße Günner und wenn ich den Lenno, so wie ich den Lenno teste, würde ich sagen, der Lenno ist. Scully oder Michael? Nee. Nee, Will? Ach, nee. Henki! Yo, Henki! Genau. Henki, ey! Ja, so, und wir haben uns umbenannt, die Weihnachtswurst, sagen, ey. Damit unsere Erzfeinde, wenn sie uns Buddy, identifizieren wollen, nicht wissen, dass wir das sind. Oh ja. Yeah. Aber spätestens jetzt wissen sie es. Curry, was ist los? Soll ich dem Bönni mal auf den Rücken klopfen? Da hab ich mich verschluckt, ey. Du bist still alive? Ja, ich lebe, alles gut. Okay, wir erreichen jetzt den ersten Checkpoint hier unserer Reise heute. Und zwar ist da Tscherno. Yo! Ne? Yo, Alter. So sieht's aus. Sind wir jetzt vorbei. Alter, was ist denn da los? Warum sind was da, denn? Warum ist da so eine fette Baumlücke? War die da immer schon? Oh. Sieht aus, als wenn man da einmal mit einem Rasierer so drüber gegangen, Alter. Mit oder, Curry? Ach so, da, hier. Ne? Die Led was hier. Ja, ne? Einmal so rum. Lol. Ja. Ja, ja, die haben wieder ein paar Map-Veränderungen gemacht seit dem letzten Update. Gibt auch irgendwo ein kleines Camp, so wo man. Ja, genau, so ein Feriencamp, ne? Ja. Echt? Einmal ja, ein Ferienlager. So ein kleines Ferienlager. Damals im Ferienlager. Damals im Ferienlager habe ich mir das noch damals bei der Nachfolge, da hinten die, boah, das sage ich immer wieder, diese Horrorgeschichte. Ja, warst du dabei, Leno eigentlich? Nein. Ja, der PZ war dabei, oder? Ja, ja. Ach ja, links. Da waren wir da hinten in dieser. In der Hütte da, ne? In dieser Halle, ja. In dieser Scheune oder was genau. Das ist. Weil der Patrick gesagt hat, dich fick ich auch noch. Stimmt. Aber ihr könnt euch ja die alten Folgen mal alle in der Playlist angucken. Staffel 1 habe ich das gelernt. Boah, wir haben so viele Abenteuer erlebt eigentlich. Da gab es schon richtig krasse Folgen, da wo wir die Sarazar in Häusern eingesperrt haben und alles. Ja, wobei ich die ersten 40 bei euch noch am besten fand. Ja, die weil ersten war 36,5 halt, war Folgen waren echt Hammer. 36,5 mit ein bisschen Sahne oben drauf. 0,583. Warum? Was ist hier? Ich weiß nicht, da war halt alles noch so neu und ihr wart dann, wurde dann da so reingeworfen, da war halt noch alles schön, so weißt du. Ja. Keine Hacker, überall traf man mal irgendwann Leute und Schießereien und so. Weißt du, was du auch heute nie mehr treffen würdest? So, nee, so eine Stadt, da ist Inland, ne, weißt du, und dann ist da so ein Hügel, da liegt dann ein Sniper drauf. Das würdest du heute nie wieder treffen. Warum? Ja, weiß ich. Ich glaube nicht. Weil jeder geht heute zum Prison, jeder geht direkt zum Nordwest Airfield. Aber weißt du, er liegt da einfach und wartet, bis da irgendwie. Ja, okay, ob der da gelegen hat oder ob der echt einfach hinterhergelaufen ist, weiß man ja nicht. Ob der da gelegen hat. Aber was war denn das für eine Folge? Was meinst du? Boah, ich weiß das gar nicht. Da wart ihr auf jeden Fall weiter im Land drin. Und, das ist komisch. Also im Spiel, meine Theorie. Ja. Hat da gerade jemand gesprochen? Nee, das war nur ein Hühnchen. Ja, du. Achso. Ich geh mal ins Piano aus. Leute, nicht hier looten und so, ne? Auf jeden Fall war da so eine Fabrik und dann wurdet ihr irgendwie beschossen von einem. Das weiß ich noch, da war ein Typ, der hat den Sack über den Kopf, der stand dann da, hatte die Hände hoch und der wurde dann einfach vor den Augen weggeballert. Boah, echt? Ja, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich noch, ey. Müssen wir mal angucken, ey. Nochmal. Dicko, wie war's nochmal, Kleid? Ja, ja, links. Leute, lasst uns nicht so lange aufhalten. Wir müssen ja, weiter. Laufen, ne? Wir müssen ja an die Küste gehen. Wir haben echt viel zu wandern hier. Wandern. Eine Stadt müssen wir noch erreichen. Ja, Tscherno, ne? An der Küste lang? Ja, an der Küste lang. Okay, also ganz kurz zur Vervollständigung. Curry ist grün, ja, und hat einen Frauenzopf hinten, ja, ein Zöpfchen. Das ist gut zu merken. Bronze hat die Schweißermaske auf und Leno, kann ich mir schon merken. Er merkt ja am besten einfach den Hunting-Backpack und den Klettererhelm von mir. Ja, Kletterer-Helm, ne? Skate-Helm, was? Ist das so ein Kletterhelm oder nicht? Hab ich zwei. Nicht so ein Skate-Helm? Ich weiß nicht, ich hab auch noch zwei blaue Binden. Wie heißt also, der denn? Ich kann noch eine Armbinde haben, wenn ihr wollt. Ah, jo, Skate-Helm. Ich hab nichts gesagt. Nee, mach die Armbinden nicht, Leno. Ich hab nichts gesagt. Joel. Weil die eigentlich gar nicht so praktisch sind. Doch, die sind voll praktisch. Naja. Wir haben damit eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, geil, wenn man zum Beispiel angeschossen wird
sagen wir mal, man hat die Beine gebrochen oder so und man hat keine Racks mehr, dass man sich dann die Beine damit auch so verbinden könnte oder abbinden könnte, weißt du? Dann machst du Sackhüpfen. Nee, aber wenn du zum Beispiel an die Beine geschossen wirst und du hast keine Racks, dann verblutest du ja eh nicht. Naja. Im Regelfall. Hier bin ich noch nie lang gelaufen. Ne, ich auch noch, wollte gerade sagen, ey. Hier kannst du auch nur lang, wenn Ebbe ist. Ja, ja. Ach, krass. Aber das gibt es nicht in DayZ, oder? Nein. Nee, aber, hä? Aber das hier, aber ist mir schön. Noch nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob die das jetzt neu gemacht haben, aber warum sollten die das neu machen? Stell dir mal vor, sind die das angehoben hier oder was? Nee. Ich glaube, man geht hier einfach nur zu selten lang, oder? Ja, aber ich bin in den ganzen Jahren, wo ich DayZ gespielt habe, noch nie hier lang gelaufen. Ja, wir waren auch fast nie in einer nördlichen Stadt zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es sogar noch Ecken, wo wir noch nie waren. Es gibt so viele neue Städte, wobei da die Performance auch, glaube ich, nicht so geil ist. Ach ja, Städte. Ja. Wow, war das ein Schuss? Alter? Nein. Von wo? Ich habe nichts gehört, aber ich will auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, es war so ein... Boah, das ist immer scheiße, wenn man so redet, weiß und plötzlich hört man irgendwas. Ja, ich drehe mal ein bisschen die Effekte hoch. Ja, mach ich auch mal ganz kurz. Ja, dann lass uns mal kurz stehen bleiben, Leute. Lass uns mal rasten und gehen wir hier mal an die Wand. Oh, hier ist gar keine Wand. Hier hinter hier am besten. Oh, der Zombie. Zombie? Kann ich auch mal irgendwas essen und so? Genau, haut euch mal alles rein. So, wir sind in der Zombie besucht mich. Ja, das ist zu dir genau. Lalalalalong. Zack. Boah, ich muss auch mal viel essen und trinken. Hä, hey, was macht denn der Zombie, Alter? Was macht denn der? Dance. Guck mal, der sitzt da einfach. Na, lass ihn doch. Aber dann los, das Zündchen. Dann mach ich doch dein Foto, du. Man muss ja nicht immer nur fressen und reißen und beißen. Ja, der schon. Scheißen. Ja, auch mal chillen. Curry, dann hau dir auch noch mal schnell was rein und so, ne? Jo. Okay. Ich bin voll. Aber ich hab eigentlich auch, ich bin, warte, ich mach noch hydrated. Hat jemand einen Dosenöffner? Nee, aber ich hab, Ich hau einfach mit meiner Mama drauf. Nee, hast du keinen Steinknife hier? Ah, doch, genau, kann ich mal eben machen. Soll ich mal auf uns aufmerksam machen? Ja, bitte nicht. Mit einer Flaregun. So, search for stones. Und jetzt ja, könntest du eigentlich in die andere Richtung schießen später, wenn wir die Insel besuchen. Dann kannst du damit arbeiten bei uns behalten. Ja, ja, machen wir. Arbeit. I have found something. Arbeit. Arbeiten. Zack. Oh, was hast du gefunden? Ein Stein. Och. Ja, ne? Oh. Weißt du noch, ein Stein? Wo gibt's den? Oh, links, den, ne? Ja, ach ja, Stein. Da drüben. Ach ja, Stein. Ach ja, so. Arbeiten. Mach ich mir mal die Döschen auf und dann erstmal ein bisschen fressen, ne? Ein bisschen nom 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 nom. Ihr haut euch was rein, dann geht die Reise weiter, Leute. Jo. Hammer. Unendliche ja. Reise. Wir ein bisschen Wasser gebrauchen, aber jetzt hier wahrscheinlich auch kein Brunnen in der Nähe. Oh, Bronze, jetzt hast du was gesagt, jetzt habe ich gerade getrunken. Oh. Macht doch nichts. Küpp ist hier rein. Könnte ihnen eine leckere Pipsi anbieten. Frisch abgezapft. Jetzt hab ich gerade hier alles verteilt auf dem Boden. Ein Pipsi ist besser als kein Pipsi. Oh, Leno. Ach ja, Leno. Ach, der Leno, das ist schon einer, ne? Ja. Wollen sehen eine frische Dose Pipi, Pipsi. Jo. Vor allem ist er einer. Einer von vielen, Sir. Der Leno. Hier, bitteschön. Danke, Sir. Okay, Leute. Entschuldigung. Macht ihr denn da? Eine Dose noch. Ich sinne, wie er den Mittelfinger hebt, ey. Sollte eigentlich was anderes werden, aber... Ich frag mich gerade, wie du trinkst. Echt so. Trinkt der Bolz oder gehen die Maske so, weißt du? Weißt du, wir sind trinken, alles rausgeschüttet. Rein. Okay, seid ihr fertig? Okay, ja, weiter geht's Richtung Elektro. Die Reise wird fortgesetzt. Hier spawnt man auch manchmal in Tscherno, ne? Hier an der Küste zum Beispiel. Ja, ich bin letztens mitten in Tscherno gespawnt. Direkt neben der Baustelle da, weißt du? Rechts. Echt? Ach ja, rechts. Ach ja. Ach Leute, ja. Hier ein bisschen aufpassen. Oh, hier ist noch ein Piano aus, aber... Wow. Nee, lass weiterziehen, Bronze. Der alte Pianist, ey. Ja, ich brauche noch eine Waffe. Im Piano also gibt es halt Waffen, weißt du. Dann guck aber nach, dann guck nach, dann guck nach. Was ist denn noch eine zweite Crossbow? Hey. Die Crossbow, die ist nur provisorium. Ah, das ist kein Piano-Haus, Alter. Das ist die Fabrik. Ja, das ist ein Piano. Stimmt. Weiter. Kommt. Das hasse also ich auch, weißt du. So aus. Manchmal gehst du da rein, denkst du wärst im Piano-Haus, dann ist es diese komische Fabrik. Zombie von From the Front. Jo. War wie die Zombies einfach gar keine Bedrohung mehr. So soll der mal gegen meinen Hammer rennen? Ne? Also, ja, oder ein Hammer oder so, weil früher war, also wenn du ja anfängst, ja, am Anfang ist ein Zombie ja schon eine Mega-Bedrohung für dich, weil du ja gar nichts dagegen machen kannst. Ja, weil du es ja auch mit allen Waffen versuchst. Ne? Es gibt ja so viele Nahkampfwaffen und egal welche du benutzt, die meisten sind ja dann relativ schlecht, sag ich mal. Ne? Ja.
Also eine Brechstange oder sowas geht gar nicht. Ja, oder Crowbar oder diese Pipe Wrench oder irgendwas. Hallo! Okay, weiter geht's. Scheiß auf den Zombie, lass ihn einfach. Der rennt ja nur hinterher, gleich lässt er ab. Ja, die Sound, ich hab mal so gern gesehen, wie die Sounddesigns aufgenommen haben. Naja, die sind schon sehr alt. Die sind ja schon von der Mod auch noch. Naja. Can I fire? Vielleicht gibt's ja dann bald diese Gruppen-Zombies. Vielleicht wird das ja dann sich nochmal alles ein bisschen ändern. Eine größere Bedrohung. So eine richtige Horde, weißt du? Ja. Stell dir mal vor, da vorne sind jetzt so 30 Zombies und du denkst so, wow, scheiße, Mann. Ja, bei Breaking Point war das damals krass, ey. Da kamst du, da sind wir in der Stadt gekommen, Elektro und so gibt's ja da auch. Und dann sind da auf einmal so 100 Zombies einfach, weißt du? Ja. Weil ich die Zombies bei Breaking Point richtig Müll fand. Noch schlimmer als hier, ey. Ja, wobei das eine Mod war wiederum, alle dieselbe Animation so, weißt du? Ja. Ja, ja, das war natürlich wieder eine Mod dann. Wobei die haben hier eigentlich. Da war auch schon wieder ein Schuss. Schuss, ja. Ja, ja. Auf uns? Nee, 9 Uhr ungefähr. Nee, der war nicht auf uns. Ja, 9 Uhr ungefähr war eine Mosi, ne? Ja. Ja. Aber ist sehr weit weg gewesen. Lassen wir, oder? Wird wahrscheinlich in der Hochhausstadt gewesen sein. Ja. Also der war extrem weit weg. Was, den Schuss habe ich gar nicht gehört. Ja, manchmal hört man die und manchmal nicht, ey. Das ist echt komisch. Wonze, guck mal, du siehst doch die Berge da hinten, ne? Ja. Die haben doch bei dir nichts drauf. Die Bäume kommen doch nach und nach, richtig? Ja, ja. Da ist nichts oben. Da ist nichts oben. Sonst sind mal die ganzen Bäume, siehst du schon von hier aus, so bei mir, weißt du? Aber ich habe das jetzt auch mal so angepasst. Ja. Okay, so, ne? Solange das hier nicht gefixt ist mit der Engine, kannst du da eh nichts machen. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm irgendwie. Boah, ich hab schon 10 Kilo abgenommen. Echt? Hast du schon zugenommen? So, wir laufen mal bis Kamishovo. Dann, was? Nicht Kamishovo. Mann, was laber ich denn da? Was ist denn zwischen Tscherno und... Prigorodki. Genau, Prigi. Und dann machen wir da einen Folgenpäuschen. In der nächsten Folge treffen wir dann unser Ziel ein und dann geht's auch schon los. Also, Gala. Ab der nächsten und übernächsten Folge beginnt die eigentliche Challenge. Boah, sieht gerade Hammer aus mit der Sonne hier und so. Und dann mal sehen. Ja, wer sich übrigens wundert, wo Tobi und so ist, Tobi hat sich dafür entschieden, DayZ noch mal kurz zu pausieren, glaube ich, weil er nämlich es extrem aufwendig findet, das zu spielen. Man muss ja so viel vorbereiten fürs Let's Play und er die Zeit aktuell nicht dafür hat. Verstehe ich völlig, ja. Wenn ich jetzt nicht so ein... Ich meine, der Tobi hat DayZ mal gespielt und hat dann gesagt, ja, okay, ist cool. Aber wenn du so ein, ich sag mal, so ein Spieler bist, der DayZ halt cool, also richtig cool findet und immer wieder schon über längeren Zeitraum gespielt hast, dann packt dich das Feeling immer wieder irgendwie, weißt du? Und deswegen glaube ich, dass es bei uns halt immer so ist, dass wir immer noch unterwegs sind, ne? Der Tobi hat ja bisher auch immer Pech gehabt bei uns, ne? Ja. Guck mal, der hat sich ja nicht mal wirklich eine richtige Schießerei mit uns irgendwie liefern können. Weil halt entweder du und er oder halt nur er direkt erschossen wurde. Fast. Ja, von hinten, ne? Haben wir ja, ja, ja. Vor 6 Folgen, glaube ich, oder vor 5 gesagt. Ja, und DayZ läuft ja schon mega lang, ne, das Projekt. Aber wir haben so viele Folgen, von inzwischen hier, das ist schon mega krass. Unglaublich. Ach ja, links. Ja, glaube ich. Das ist doch der Berg, Leno. Ach ja, der Berg. Ja, der. An dem Berg habe ich mir aber auch schon mal ein Battle geliefert, da oben. Ja, ja, da war auch schon mal, da haben wir auch schon mal einen Sniper weggeholt. Also wir waren da oben lang wandern und dann haben wir den da umgeballert. Ist da oben nicht diese Hütte? Ist da oben auch ein Leuchtturm irgendwo? Nee, das ist gar nichts. Nee, das war das andere. Das war noch Nordost Airfield. Da war so ein Sendemast und da waren Leute drauf, 2 Stück, ja, ja. Ja, wo wir da in dem, boah, Alter. Ja, genau, die waren auf dem Sendemast drauf. Ja, ne? Ja, da haben wir die da runtergeschossen. Das war ja auch noch. Normalen, gelegentlichen Quad. Oben auf dem Pik Goslavka oder wie auch immer. Das war noch geil, ne, das Nordost-Airfield, ey. Ach ja. Ach ja, das Nordost-Airfield. Das ist ein NW. Oh je, Mine. Die ganze Zeit Nordost, Nordost. Ach ja, das NW. Ist mir vorhin auch so aufgefallen. Aber die Brücke ist auch noch hier, die Holzbrücke? Weiß ich gar nicht. Die ist doch hübsch. Boah, die ist aber richtig fett. Aber der Sound ändert sich leider nicht, wenn man drüber läuft. Nee, das stimmt.
Dann muss sie neu sein. Dafür musst du auch die Pumps anziehen. Ja, ne? Oder so Glockschuhe, wie in Holland, so weißt du? Glock, Glock. Glock. Ein Holländer aus dem Gebüsch. Mit so einem Wohnwagen hinten drauf und Mädchen sitzt hinten drauf, so weißt du? Der rückwärts. Ja, drück auf den Knöpfchen. Stehen bleiben, drück auf den Knöpfchen. Ja, liebe Freunde, unsere Reise geht weiter in der nächsten Folge von DayZ Standalone. Wir werden nach Elektro und zu dieser wunderschönen Insel ziehen. Und dort gibt es dann die heftige Challenge. Vielleicht eine Folge, vielleicht zwei oder drei Folgen. Es wird spannend. Schaltet ein. Übermorgen geht's weiter. Und wer sagt, ey, ich will auch mal bei einer Challenge mitmachen, ihr alten Schweinepriester, dann habt ein Auge auf Facebook und Twitter von Herrn Currywurst, vom Bronzebeard, vom Leno und von mir. Und dann seht ihr, was abgeht. Ne? Was macht der denn? Was ist los mit dem Leno? Ich glaube, in Leno steckt der Teufel. Macht den Dance. Glaube ich auch. Machen wir den Dance oder was? Ja, und die Facebook-Seiten und so weiter findet ihr unter dem Video verlinkt. Bis dahin, liebe Freunde, wir kündigen das dort immer an. Ciao! Und jetzt nochmal dancen, Leute. Bis zur Challenge. Ich wackel meine Mosin. Oh.